Die Meisnitzer Band, Hirz. Ja, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Drum nehme ich den Stock und Hut und tät das Reisen wählen. Das hat schon der deutsche Dichter Matthias Claudius im 18. Jahrhundert gewusst. Für den Salzburger Spitzensportler Aquil Rehmann hat das Reisen noch einen weiteren Sinn. Der 25-Jährige sammelt nämlich Weltranglistenpunkte im Squash und hat das zuletzt in Australien getan. Insgesamt 9 Wochen war Aquil Rehmann unterwegs und jetzt ist er wieder da und hat was zu erzählen. Christopher Pöhl hat Aquil Rehmann deshalb gleich ins Radio Salzburg Studio eingeladen. Ja, hallo, danke erstmals für die Einladung. Schön wieder zurück sein in der Heimat. Also ich habe insgesamt 7 Turniere dort gespielt. 6 Turniere waren von einer Kategorie Challenger 5 und das letzte Turnier waren dann die Australian Open. Und weltranglistenmäßig hat es mir sehr viel gebracht. Ich bin als Nummer 151 nach Australien geflogen und jetzt beim nächsten Ranking, was rauskommt, werde ich wahrscheinlich um Platz 115 stehen. Mit dem Begriff Australian Open kann man als Sportfan natürlich was anfangen. Man verbindet das sofort mit dem Tennissport eigentlich. In der Wertigkeit, was ist Australian Open für einen Squash-Spieler wert? Was bedeutet das, in der Qualifikation mit dabei zu sein? Das ist absolut zum Vergleichen mit dem Tennis. Im Squash ist es wie ein Grand Slam für uns. Und für mich in der Qualifikation teilzunehmen war ein super Erlebnis und ein sehr großes Ziel auch. Und nur dazu, dann bis zur letzten Qualifikationsrunde zu kommen, war auch punktemäßig für mich sehr, sehr super. Wenn man da bei so einem großen Turnier mit dabei ist, zumindest in der Qualifikation, dann klopft man schon ein bisschen an die Weltspitze, an die Erweiterte natürlich. Was fehlt Ihnen noch? Es ist wahrscheinlich hauptsächlich das Tempo und die Konstant über das ganze Match, wirklich auf dem Tempo und Level jeden Ball 100% genau zum Spielen. Aber das kommt mit der Zeit, mit Erfahrung und einfach mit den Matches gegen solche Top-Leute kommt man einfach immer ein Stück näher. Ist das noch ein Ziel oder geben Sie sich damit zufrieden, so um die Top 100 platziert zu sein? Na, also mein Ziel war immer schon die Top 20 oder Top 30 der Welt. Und erstmal jetzt, mein erstes Ziel sind schon die Top 100 natürlich. Und dann werde ich schauen, mich weiter nach vorne zu kämpfen. Aber auf jeden Fall, die Weltspitze ist schon definitiv noch mein Ziel. Nach so einer Reise oder bei so einer Reise, wie Sie das jetzt hinter sich haben in Australien, nimmt man hoffentlich nicht nur sportliche Eindrücke mit. Was hat Ihnen in Australien am besten gefallen? Also mir haben am meisten gefallen die Landschaften und die Unterschiede zu den Orten, wo ich war. Also im Süden, in Tasmanien, sehr kaltes Wetter und sehr viel Natur. Und dann in Sydney ganzes Gegenteil, also Hochhäuser rundherum und dann weiter nach Norden, Brisbane, riesenlange Sandstrände und einfach die Natur, was Wahnsinn. Sport in Radio Salzburg. Der Donnerstagmorgen mit Radio Salzburg. In 13 Minuten ist es 8. Aquil Rehmann ist 25 Jahre jung, Österreichs bester Squash-Spieler und erlebt seit knapp 4 Jahren als Profi in Manchester. In den letzten Tagen kommen aus der 500.000 Einwohner zählenden Industriestadt im Nordwesten von England aber keine sportlichen Schlagzeilen. Manchester ist zu einem der Brennpunkte der Ausschreitungen und Proteste in England geworden. Die Heftigkeit hat auch Aquil Rehmann überrascht. Er hat es allerdings nur aus der Ferne mitbekommen, denn er ist erst gestern von seiner 9-wöchigen Australien-Tournee zurückgekommen. Christopher Pöhl hat mit ihm über das Leben in Manchester gesprochen. Seit 2008 ist Manchester der Lebensmittelpunkt von Aquil Rehmann. Nach seiner Zeit im Heeressportzentrum in Wien ist Österreichs Nummer 1 nach England übersiedelt, um dort mit den Weltbesten zu trainieren und zu spielen. Die dramatische Entwicklung in Manchester und den anderen Brennpunkten Englands verfolgt Rehmann seit seiner Rückkehr von der Australien-Tournee via Internet und Fernsehen. Geht nicht so spurlos an einem vorbei, man verfolgt es schon, aber eben in Manchester gibt es einige Gebiete, wo eben die sozial jetzt nicht so gehobene Schichten sind. Und man merkt schon bei den Jugendlichen, dass arbeitslosenmäßig die Zahlen sehr hoch sind und einfach die Unzufriedenheit sehr hoch ist. Aquil Rehmann wird trotzdem schon bald wieder nach England zurückkehren, denn der 25-Jährige spielt für den Duffield Squash and Racquetball Club in der englischen Liga und hat damit die Möglichkeit, von den Besten der Besten zu lernen. Ja, in England ist es Squash ein sehr bekannter Sport und ein sehr Elitesport und sehr interessant in so einem Umfeld zu trainieren und Liga zu spielen und mit Leuten arbeiten, die wirklich so viel Wissen und Ahnung haben.
Und es ist wirklich sehr reizvoll für mich, immer schon nach England zu gehen. In der Weltrangliste hat sich Akhil Rehman still und leise an die Top 100 herangearbeitet. Wäre er zum Beispiel Tennisprofi, dann würden ihm wohl öfter die Schlagzeilen gehören. Dann wäre Olympia ein Thema und dann wäre wohl auch die Anerkennung in Österreich größer. Tut das der ehrgeizigen Sportlerseele eigentlich weh? Ein bisschen. Es war immer schon Squash in Österreich nie so anerkannt, wie ich mir das natürlich wünschen würde. Aber ich mache mein Ding und ich weiß, die Leute, die es interessiert, die schauen auf mich und durch die Medienarbeit von uns im Verein in Salzburg sickert auch ein bisschen was nach Österreich durch. Sein Ding will Akhil Rehman auf jeden Fall noch länger durchziehen. Die Nummer 1 der Welt ist 31 und ich bin 25, sagt er mit einem verschmitzten Lächeln und freut sich als nächstes auf die Teamweltmeisterschaft in Paderborn. Akhil Rehman im Gespräch mit Christopher Pöhl. 11 Minuten vor 8.